Hallo miteinander und herzlich willkommen zum Ärzte-Magazin hier auf TV Oberwallis. Der Oberwalliser Künstler Edelbert W. Bregi stellt zurzeit im Altersheim zu Notters aus. Das Ärzte-Magazin ist ihn noch in dieser Ausstellung besuchen. Notters zum Ort der Begegnungen machen, das ist das Ziel des Kunstprojekts Begegnungen. Zurzeit ist das Haus St. Michael vom Seniorenzentrum Notters Ausstellungsort vom Kunstprojekt Begegnungen. Während der nächsten 6 Monate werden 61 neue Arbeiten vom Oberwalliser Künstler Edelbert W. Bregi im Seniorenzentrum ausgestellt. Wie ist er auf das Thema Begegnungen gekommen? Also das Thema Begegnungen ist mir eigentlich auch, nachdem das Notters jetzt der Ort der Begegnungen hat gemacht. Der alte Pfarrgarten ist der neue Ort der Begegnung. Und da steht ja eine Eisenplastik von mir. Und die hat auch das Thema, die heisst Begegnung. Und von da aus habe ich jetzt verschiedene Begegnungen gemacht. Und darum ist jetzt das Thema hier Begegnungen. Schon im Eingangsbereich erwartet der Besucher das Werk, das letzte Hemd hat keine Tasche. Und das Hemd ist hier vom Seniorenzentrum. Das ist benutzt worden und das habe ich jetzt auf das Bild verarbeitet. Ihr seht aber auch das Geld, ihr seht Scheckel, israelisches Geld, ihr seht Schweizer Geld. Das sind echte Noten, Symbolik, dass man am Schluss vom Leben überhaupt nichts mitnehmen kann. Der größte Teil der Arbeiten ist zwischen 2012 und 2014 entstanden. Im Eingangsbereich sind Werke zum Thema spiralartige Begegnungen ausgestellt. Die Spirale als Motiv, das in den Arbeiten von Edelbert W. Bregi sehr wichtig ist. Im Uhrzeigersinn ist die, wie ich schon erwähnt habe, die biophile, die lebensbejahende Spirale, die tut sich ausrollen. Und die, was sich einrollt, im Gegen-Uhrzeigersinn, das ist die nekrophile Spirale, das ist die Spirale, die am Schluss einfach nicht mehr weitergeht, also die todesbejahende Spirale. Und beide Spiralen verbunden gibt Lebensspirale. Im Korridor des Altersheims sind winterzauberartige Begegnungen angesagt. Im Speissaal die Bilder rund um das Thema engelartige Begegnungen. Von mir ein Aphorismus heisst, wer in meine Bilder nicht hineingeht, der bleibt draußen. Und von weitem sieht man vielleicht die Form, sieht man die Farbe. Aber wenn man das Bild will erfassen will, so muss man schon den einzelnen Detail näher anschauen. Aber auch die Bewohner des Seniorenzentrums sollen ins Kunstprojekt integriert werden. Ihnen soll die Möglichkeit zum Malen geboten werden. Darum hat der Edelbert W. Bregi die Seenart-Galerie ins Leben gerufen. So sind in den Gängen und Räumlichkeiten des Haus Santa Maria Bilder zu sehen, die von den Betagten gemalt worden sind. Regelmässig werden die Bilder ausgewechselt, sodass alle Malerinnen und Maler zum Zug kommen. Die Umgebung rund um das Seniorenzentrum wird belebt durch gestrickte Bäumstämme. Eingekleidet sind die Stämme mit bunten Sticken, die die Bewohner selber gemacht haben. Begegnungen. Das ist heute das Thema des neu gestalteten alten Pfarrgarten in Notters. Dazu hat der Edelbert W. Bregi eine Isoplastik geschaffen. Mühl, Eug und Ohr vorhanden, das Thema von der Begegnung und im Mittelpunkt von der Isoplastik ist das Herz. Das Herz, das soll die Begegnungen ermöglichen. Und die ganze Isoplastik, die steht auf dem Mauritiuskreuz. Das ist der heilige Mauritius, ist der Kirchenpatron von Notters. Der Edelbert W. Bregi hat bei der SBB geschafft und da können Synergien zur Kunst nutzen. Die Möglichkeit, damals in den 60er und 70er Jahren nur von der Kunst zu leben, ist unmöglich gewesen. Also habe ich auf meinen Brotberuf zugegriffen und bin zur SBB und habe da viele Jahre als Dienstchef tätig gewesen. Und zwar konnte ich Synergien zur Kunst nutzen, indem ich der Verantwortliche war von der Region Wallis. Und da konnte ich sehr viel realisieren während der Zeit. So konnte ich das wunderbar verbinden. Kunst und Proberuf, das ist wunderbar aufgegangen. In seinen künstlerischen Arbeiten hat er viel mit Isobahnmaterial geschafft.
die Bahn in dem Sinn, gerade vor allem, aber, dass ich sehr viel mit Schienenmaterial arbeite, kommt immer wieder zum Zug. Oder? Und so sind sehr viele Eisenplastiken von mir mit dem Material von der Eisenmaschine realisiert worden. Ich habe auch Werke in Bären, die ich machen durfte, auch für die SBB. Und all das kommt vor allem eben das Material Schiene zum Tragen. Die Schiene ist ja das Symbol vom Weg, oder? La träumen. Und in dem Sinn hat die Schiene einen sehr symbolischen Charakter und passt sehr gut für meine Kunstwerke. Eines von seinen bekanntesten Werken aus Schienenmaterial ist die 12 Meter hohe und 10 Tonnen schwere Isoplastik Sonnengesang im Lötschbergkreisel. 720 quergesagte Isobahnschienen bilden die 4 Tonnen schwere Kugel, die die Sonne symbolisieren soll. Die Sonne, die Nathers gerade in den Wintermonaten sehr wohlgesinnt ist, und Nathers in Anlehnung an die Sonnenstadt Siders zum Sonnendorf macht. So viel zum Thema Kultur für diese Woche. Ade miteinander.